Fragst du dich auch manchmal, wie loslassen geht? Also wie kann ich loslassen? Ich würde es ja gerne tun, aber ich weiß einfach nicht, wie es funktioniert. Wenn du darüber mehr wissen magst, dann bleib jetzt dran, denn ich habe keine geringere als unsere wunderbare, liebste Freundin Susan Sideropoulos hier bei mir, die gerade ihr zweites Buch, das mit Sicherheit ein Bestseller wird, ich weiß es einfach, geschrieben hat und in dem sie genau auch sich mit diesen Themen beschäftigt. Also da kannst du wirklich ganz, ganz viel erfahren. Bleib jetzt dran. Herzlich willkommen, liebe Susan. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns gemeinsam oder mit mir gemeinsam. Walter haben wir weggeschickt. Wir machen einen Mädels-Talk, was aber nicht bedeutet, dass die Männer nicht zuhören dürfen, denn ich glaube, jeder von uns könnte ein bisschen mehr Leichtigkeit gebrauchen im Leben. Loslassen, Freude und all das ist Inhalt deines Buches. Erzähl doch mal, wie kann ich loslassen? Wow, ja, also erstmal freue ich mich auch mega, dass ich da wieder bei euch sein darf, heute bei dir sein darf, immer wieder schön. Und warum ist das in diesem Fall auch besonders schön? Weil vieles, was ich in diesem Buch weiß und neu dazugelernt habe, habe ich von so zwei Menschen gelernt. Vielleicht kennst du sie, so ein Coaching-Paar, Walter und Christina, kennst du? Ich glaube schon, ja. Und ja, ich habe mich so darüber gefreut, weil das einfach so wichtig ist, dass das ganz, ganz, ganz in die Welt rausgeht und jeder das einfach nur weiß. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du die Botschaft so schön in die Welt bringst, mit vielen anderen tollen Botschaften, die einfach auch immer wieder in die Welt gehören, gell? Unbedingt. Also ich glaube, so ein bisschen nach meinem ersten Buch, Rosarotes Glück, was ja ein bisschen eher dem Perspektivwechsel dient, ja, die Brille aufzusetzen und den Fokus umzuschiften, war das Feedback von vielen Leuten, ja, super, funktioniert, Neustart, dies, das. Und dann ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen und dann kam aber auch von mehreren Leuten so, ich habe das verstanden, aber dann kam wieder dieses Leben dazwischen, ja. Und dann bin ich wieder in meinem Alltag und dann bin ich wieder in diesen alltäglichen Problemen, die wir alle kennen. Und was mache ich dann, ja, wie kriege ich das geregelt? Und habe ich gedacht, okay, dafür bringe ich noch ein Buch auf den Markt, ja, das dich direkt da abholt, wo du gerade bist, weil ich glaube, unsere Probleme sind alle sehr ähnlich, auch wenn es da immer noch Menschen gibt, die vielleicht denken, ach, bei euch ist ja alles so leicht, ja, also wenn man Susan Sideropoulos ist, ja, und die schreibt jetzt ein Buch über Leichtigkeit und Freude, das ist ja auch ein leichtes Spiel. Dem empfehle ich dann noch mehr, mein Buch zu lesen, weil ich mache mich da sehr viel über mich selber lustig, weil ich das überhaupt nicht kann. Und mein allerlieblingsthema von allem, was, glaube ich, der Leichtigkeitsverhinderer Nummer eins ist, ist eben loslassen. Und weil ich das so schlecht kann, ist es auch mir ein Herzensanliegen, weil ich daran wahnsinnig viel arbeite. Und ich bin schon einen großen Schritt weitergekommen, natürlich auch nach eurer Ausbildung. Ein Jahr lang habe ich mich da sehr viel mit mir beschäftigt und warum auch loslassen mir persönlich so schwer fällt und wo da ja auch diese Probleme sind. Ich glaube, wenn man das selber für sich mal rausgefunden hat, kann man das auch am besten jemand anderen erklären, in einer sehr einfachen Sprache. Das war mir wichtig, ein Buch zu schreiben, das ja, wo du dich nicht anstrengen musst beim Lesen, ja. Das soll beim Lesen dir Spaß machen und trotzdem sollst du all diese wichtigen Tools mitnehmen. Das ist dir so gut gelungen. Ich liebe dieses Buch. Ich musste so oft lachen, schmunzeln, war berührt, hatte Gänsehaut. Es war einfach ein unfassbares Potpourri, ein Feuerwerk an wirklich tollen Möglichkeiten und Ideen. Ich finde, das ist auch so schön geschrieben, sodass man wirklich was mitnehmen kann. Du hast kleine Möglichkeiten auch eingebaut, immer wieder, wo man selbst für sich was entwickeln kann, wo man wirklich diese Challenges und Übungen und Möglichkeiten dann auch anwendet für sich selber. Und das ist so das Allerwichtigste, dass wir die Dinge einfach auch tun. Ne? Ja. Es bleibt nicht dabei, dass wir uns irgendetwas wünschen alleinig nur, sondern wir dürfen auch die richtigen Schritte gehen. Und ich finde, die hast du immer wieder so erfrischend erzählt und vor allen Dingen so unglaublich ehrlich. Und das ist etwas, was ja wirklich dann auch nochmal so zeigt, dass eben nicht alles immer so easy peasy ist, sondern die Menschen, die Erfolg haben, dafür jede Menge getan haben und dennoch auch ihre ganz eigenen Themen eben noch immer haben manchmal. Sie zeigen sich, aber der Unterschied ist eben, dass du dich davon nicht unterkriegen lässt, genauso wenig wie wir nicht, sondern wir einfach unsere ja gelernten Werkzeuge, Ideen und Möglichkeiten immer mehr leben. Und darum geht es letzten Endes. Und ich fand es so schön, wie du auch beim Loslassen geschrieben hast, dass du eben damit ein Thema hast, ne? Weil du natürlich auch so vieles am Tag
Tag zu erledigen hast und eben auch nicht einfach so erfolgreich bist, sondern weil du eben so, so viel zu tun hast und das alles sich dann auch in deinem Kopf ansammelt und du dann manchmal auch die Migräne bekommst. Und auch das fand ich so hilfreich für alle Menschen, die Migräne haben, ne? Weil die haben wir nicht einfach so, diese Kopfschmerzen, sondern das kommt einfach auch daher, dass da so viel drin ist in diesem armen Kopf manchmal. Und das verhindert natürlich auch das Loslassen so ein bisschen, weil das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns, ne? Weißt du, wenn irgendwie so amoröse Momente auch mit dem Mann oder dem Freund entstehen und man hat so 1000 To-Do-Listen noch im Kopf und die fallen einem immer wieder ein. Also mir geht das manchmal so und ich denke mir dann, oh Mann, das wird jetzt hier dem Walter und uns gar nicht gerecht. Ich muss das jetzt mal loslassen. Aber wie, wenn so viel drin ist und so viele To-Dos sind und ach, da geht's doch schon los, weißt du? Da geht's schon los. Also loslassen ist, glaube ich, ein wichtiges Thema auf allen Ebenen. Ne? Viele verbinden das jetzt mit so Riesenthemen im Leben, ja? Irgendwie ein Schicksalsschlag oder das sind natürlich die Kernthemen, glaube ich, die dich ja über Jahre belasten können, wo du einfach irgendwann spürst, also ich hatte diese Erfahrung ganz stark, das habe ich halt im ersten Buch eher beschrieben, dass wenn du so ein Thema mit dir rumschleppst über Jahre und immer im Widerstand bleibst, ne? Also immer wieder gegen die Tatsache kämpfst, ja, und sagst so, ich will aber nicht, dass das jetzt so ist, ja, und dann bist du immer wieder nur damit beschäftigt, deine ganze Energie geht da rein und wenn einem sowas bewusst ist, dass man das macht und dass da die ganze Energie reingeht, das ist schon so, also das ist schon wie so dieser Riesenstein, die Tatsache, dass man das selber macht. Das finde ich schon so Game Changer Number One, ja, dass man dann überhaupt die Möglichkeit hat, so alles klar, okay, ich bin im Widerstand, ich muss die Sache erstmal annehmen, bevor ich sie loslassen kann. Weil ich glaube, dieser entscheidende Zwischenpuzzleteil ist vielen auch nicht so bewusst. Ja? Sie denken so, okay, alles klar, ich finde es scheiße, dass das jetzt passiert ist und jetzt will ich das loslassen, geht aber nicht. Und das ist eben, weil wir diesen Schrittübergang sind. Ja? Wir haben es nicht erstmal angenommen. Wir haben es nicht gesagt, es ist okay, dass es da ist. Blöd genug, ehrlich gesagt, ja, aber erstmal annehmen und dann loslassen. Und dann kommen diese ganzen kleinen Krimskrams am Tag, der sich da so schön ansammelt, wie du es gerade erzählt hast. Da bin ich auch ein Spezi da drin, dass ich denke so, puh, also, ne, der Jakob hat das dann lustig beschrieben, der stellt sich immer wie so eine lange Schlange vor, die immer, und ich sage immer hinten anstellen, ja. Ich fand das so ein super Bild, weil genau so ist es, ne. Es ist immer so, oh Gott, irgendwie, es arbeitet sich nicht ab. Und immer wieder kommt irgendwas dran. Und manchmal sind es auch so blödsinnige Sachen, die gar nicht an dem Tag organisiert werden müssen. Die sind noch voll weit weg. Und trotzdem halten wir dran fest. Und dieses, ich finde einfach dieses Bild von selbstgemachten Leid gut. Also wir halten, also Leid ist festhalten ist selbstgemachtes Leid. So rum ist es, genau. Und das finde ich ein gutes Bild, dass wir in der Lage sind, es auch eben nicht mit uns rumzuschleppen. Definitiv, und ich fand auch deine Idee so schön, dass du gesagt hast, ich habe mir da einfach für mich so ein Buch angeschafft, wo ich das alles auch reinschreibe. Das hilft so sehr, ne? Und wenn man nicht so technikaffin ist, ich bin das auch nicht, und dann das alles in das Handy eintippen will und dann sowieso irgendwie nicht mehr wiederfindet, dann warum nicht einfach so ein kleines, süßes, liebevolles, schönes Kalenderchen dabei zu haben und es einfach reinzuschreiben, weil das den Kopf unglaublich entlastet. Und es hilft, finde ich auch, so sehr auch, dass man dann ein Stückchen mehr loslassen kann. Weil sonst denke ich dann auch die ganze Zeit, oh, ich muss noch das machen und das muss auch noch passieren und da muss ich mich noch zurückmelden und hier muss ich noch eine E-Mail schreiben und oh, dann ist man schon so völlig überfrachtet und es einfach aufzuschreiben ist wirklich ein Akt der Selbstliebe, ne? Absolut und vor allem, und wenn man dann nämlich diese Liste vor Augen hat, wird einem erstmal klar, wie vieles davon eben gar nicht so wichtig ist und das finde ich auch spannend, ja, wie sehr wir uns selber vollklatschen mit Sachen, die in dem Moment wir so glauben, das ist so wahnsinnig wichtig, ja, und das ist so, das Gefühl ist so angespannt und so voller Druck und ja, und der Tag ist so kurz und so, ja, und dann das Leben ist ja keine To-Do-Liste, ja, also ich finde, das ist so wichtig, sich das mal klar zu machen, dass das nicht sein kann und dass das auch niemand anderes mit uns macht. Also da ist ja niemand, der sagt, so, hast du Punkt 9 schon abgearbeitet auf deiner Liste, sondern wir sind das selber. Das ist ein bisschen gruselig auch.
Total, total. Du hast so recht. Und ich finde, du gibst da auch so eine ganz tolle Anleitung, ne? Wie man wirklich Stückchen für Stückchen zu dem Menschen wird, der man sein will. Da sind so viele tolle Ideen drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil mir gleich, wenn du einfach nur einen Satz sagst, so viele Sachen einfallen, ne? Zum Beispiel, dass du das mit hineingenommen hast, was die Menschen am meisten bereuen, wenn sie dann am Ende ihres Lebens angekommen sind. Oder wenn du erzählst von Patricia, die diese Diagnose bekommen hat, dass sie unheilbar krank ist und seitdem jeden Tag ihres Lebens feiert. Wir denken manchmal, wir hätten noch irgendwie gefühlt unendlich viel Zeit, aber wir wissen das so überhaupt nicht. Es kann doch sein, dass ich jetzt wirklich hier rausgehe und mir fällt ein Blumentopf auf den Kopf und dann bin ich tot. Wie schrecklich! Und deswegen ist es so wichtig und so schön, jeden Tag wirklich ja wahrzunehmen als das Geschenk, das er ist. Und ich finde, da kommen auch immer wieder so ein paar kleine wunderschöne Impulse, dass man das echt mehr feiert und mehr auf Dass sich man dann achtet. und sich nicht, und diese Dinge nicht so wichtig nimmt, ne? Das ist halt Ja. auch so wichtig, weil eben dieser Game Changer, Gedankenchanger zu sagen, deswegen habe ich dieses Kapitel reingenommen über Endlichkeit. Klar werden da einige drüber stolpern und denken so, nein, ich möchte das überlesen, ich überspringe das Kapitel. Wahrscheinlich hätte ich das auch vor ein paar Jahren noch gemacht, ja, dass ich denke so, nee, also damit möchte ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Und was hat das denn mit Leichtigkeit zu tun und Freude? Aber das Verrückte ist, es ist eigentlich der Game Changer, weil eben diese Patricia ist eine Freundin, die ich jetzt kennengelernt habe, die eben die Diagnose unheilbar krank bekommen hat. Und ich habe mit ihr gesprochen für das Buch und es war so inspirierend, ja, wie sie in den Tag startet und wie sie sagt, so, sie ist halt so eine ganz aufgedrehte, die ist bei Instagram sehr aktiv, heißt dort aber Pantera. Und ist so lustig, ja. Und dann ist sie immer so total doll geschminkt und so, ne? Und dann sagt sie, ja, früher habe ich immer nur mich am Wochenende zurecht gemacht. Und jetzt sage ich mir, warum bis zum Wochenende warten, ja? Also genauso wie mit schönen Kleidern und so, ne? Dieses Aufsparen und Warten. Also ich finde dieses ganze Warten, es gibt dieses Überarbeiten und es gibt aber auch das Warten. Es sind ja ähnliche Prozesse auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber auf jeden Fall beides ist ein bisschen zukunftsorientiert und hat nichts mit dem Jetzt zu tun. Die eine Sache ist, ich tue etwas die ganze Zeit, um irgendwas in der Zukunft zu erschaffen, macht mir aber jetzt gerade keine Freude. Oder ich sitze und warte, dass irgendwann das Leben anfängt. Ja? Also irgendwie beides hat nicht so viel mit Leichtigkeit und Freude zu tun. Definitiv nicht. Und loslassen ist wirklich so für viele Menschen echt der Hauptaspekt, bei dem sie einfach nicht genau wissen, wie das gehen kann. Und gehen kann das wirklich, indem man sich auch tatsächlich einfach nochmal fragt, warum bin ich denn tatsächlich auf dieser Welt? Das hast du ja auch so schön mit reingenommen. Warum bin ich hier? Was will ich denn überhaupt? Was ist denn mein Dienst auch an den Menschen? Und wie kann ich das vielleicht auch für mich mit mehr Freude und Leichtigkeit leben? Ne? Weil darum geht es doch. Es geht doch gar nicht darum, dass wir perfekt sein müssen. Auch das finde ich so schön. Wir verbringen so unendlich viel Zeit damit, perfekt sein zu wollen und dann vergleichen wir uns und all das ist ja so nichts anderes als der Anfang vom Leid. Auch dazu hast du so schöne Sachen geschrieben. Zum Beispiel auch als eine Idee, wenn du gerade leidest darunter, dass du dich vergleichst, auch auf Instagram, dann entfolge doch bitte einfach diesen Menschen. Schau doch mal, welche Menschen tun dir gut, denn das dient natürlich dem Loslassen auch. Wenn man mal Menschen loslässt, die einem runterziehen, die einem die Energie nehmen, dann kann man die doch vielleicht auch einfach loslassen und damit aber auch die Türe aufmachen für neue Menschen, für Menschen, die gelben Menschen sind, wie du das beschrieben hast, ne? Statt dass ich mich immer mit Menschen, die ich jetzt rot eingekreist habe, auf so einem Zettel, wo ich mal alle aufschreibe, die in meinem Leben sind und dann mal so schaue, okay, was sind die Menschen, die mir gerade nicht mehr so gut tun? Und welche Menschen habe ich in meinem Leben, die mich inspirieren, die mich ja quasi upliften, also die mir ein besseres Gefühl geben, die meiner Version von mir, von morgen, von übermorgen, von dem, wie ich sein möchte, jetzt schon entsprechen. Welche Menschen sind das? Und die gelb einzukreisen und dann so zu gucken, wie ist denn da so die Balance und mehr davon ins Leben zu bringen, weil das natürlich ganz viel mit uns macht und auch ganz viel dem Loslassen dient. Und es kommen immer tolle neue Menschen. Das können wir euch versprechen, aber natürlich Auf glaubt man jeden da nicht Fall, immer dran. auf jeden Fall. Und man kann zwei Dinge tun, ja. Also das eine ist die eben mal aussortieren, die Menschen, die dich runterziehen. Oder du shiftest halt eben den Vergleich. Ne? Das finde ich auch spannend, wenn du sagst, da ist diese Person und die entweder triggert die ein oder sie ist halt so, keine Ahnung, man ist neidisch, ja, weil die macht irgendwas, was man auch gerne hätte und haben möchte. Und dann kann es einen runterziehen. Ich kenne das zu 100%, I've been there, ja, also dann war ich echt so, wow, oder oft Frauen mit Kinderwunsch, die dann keine Schwangeren sehen können, das ist auch etwas sehr Schmerzhaftes, ja, aber dann muss man sich das auch nicht
antun. Oder man shiftet es um und sagt, man nimmt was von dieser Energie und will sich davon anstecken lassen, gerade mit erfolgreichen Personen. Ja, also vielleicht ist es bei Kinderwunsch noch ein anderes Ding. Ja, da muss man gucken, wie man sich schützt. Das ist ja noch mal eine ganz andere Energie. Ja, aber sowas, was man theoretisch haben kann aus selbsteigenen Stücken, wie Erfolg, ja, oder Leichtigkeit oder mehr Freude. All diese Dinge, die wir aus eigenen Stücken haben können, da können wir uns die Menschen, die uns da triggern oder auf die wir neidisch sind, auch anschauen und sagen, okay, warte mal, was macht die Person denn richtig gut? Was könnte ich mir davon mit in mein Leben holen? Wie kann ich ein Teil davon sein? Vielleicht gibt mir das eine richtig gute Idee, wenn ich diese Person im Internet zum Beispiel teile und poste und sage, wow, ey, Christina, die sagt immer so schöne Sachen. Ja, ich würde auch gerne so schöne Sachen sagen, aber ich erstmal lifte ich sie ein bisschen ab, ja, und hole mir das, die Energie zurück, die ich da weitergebe, weil andere Menschen werden sagen, oh cool, was du da geteilt hast, ja, so schöne Gedanken. Und es ist so wie so ein schöner Kreislauf, der sich dann neu entstehen kann. Ja, definitiv. Und ich finde auch alles das, ne, was wir im anderen sehen. Wir sagen ja auch immer, und das sagst du auch in deinem Buch, alles, was mich trifft, betrifft mich. Aber auch alles, was du an dieser Person siehst, hat etwas mit dir zu tun. Das heißt, wenn du dort Schönheit siehst, wenn du dort Erfolg siehst, wenn du dort siehst, dass diese Person voll in ihrem Potenzial angekommen ist und ihr Ding macht und ihre Weiblichkeit beispielsweise lebt, dann ist es etwas, das du nur deshalb bemerkst, weil es in dir ist. Und es möchte in dir einfach nur noch mehr geweckt werden. Und du kannst jetzt diese Person als die Impulsgeberin oder den Impulsgeber sehen, der dich einfach nur daran erinnert, ah, okay, alles, was ich da sehe, habe ich auch in mir. Ich darf das jetzt nur erwecken. Ich darf das jetzt. Und dann guckst du einfach, wie hat sie es denn gemacht oder er denn das denn gemacht, so wie du es auch gesagt hast. Und schon hat man eine andere Energie, weil es geht im Grunde ja immer nur darum, dass wir auf unsere Energie achten. Also ist es so eine Energie, die wir rausgeben von Mangel und oh, hätte ich auch gern, habe ich aber nicht, dann kreieren wir mehr davon. Und das wissen wir auch alle. Aber ich weiß selbst, wie herausfordernd das manchmal ist. Und da finde ich auch dein Buch so hilfreich, weil du das auch einfach so ehrlich beschreibst, ne? Dass jeder, der dich sieht, denkt, Gott, das ist eine wunderschöne Frau. Mein Gott, perfekt. Aber man selber steht vorm Spiegel und denkt sich so, also das ist jetzt aber hier mal gar nicht gut. Und dann konzentriert man sich eigentlich ja schon fast nur noch darauf. Und das ist auch nicht so super fürs Loslassen, sondern eher so, man hält an etwas fest und dadurch, dass man festhält, stärkt man das. Und da gibt es Studien zu. Ich kann das selber beurteilen, also schon immer, aber jetzt gerade besonders, ne? Weil ich bin ja gerade in den Wechseljahren, ich werde jetzt 50, juhu, ich freue mich drauf, weil ihr hoffentlich auch zu meinem Geburtstag kommt und es wird großartig, wir werden feiern und wir machen das so, dass jeder unter dem Motto kommt, wie du das auch geschrieben hast, wer bin ich in 5 Jahren? So komme ich auf die Party. Das wird die Motto-Party sein. Da habe ich mir heute Morgen Gedanken drüber gemacht. Das ist so eine tolle Idee, die du da hast. Ich liebe es. Ja, und auf jeden Fall ist es eben so, dass wir uns daran echt orientieren können, wirklich in dieses Ich zu gehen, das wir sein wollen und loszulassen von Dingen, die wir nicht sind und uns ständig damit zu beschweren. Wir beschweren uns über uns, wir beschweren uns über unser Leben und damit beschweren wir uns. Sagst du ja auch so schön, ne? Genau, absolut. Und wir Frauen sind da natürlich auch nochmal die krassesten darin. Die Männer sind da noch ein bisschen besser. Die machen das nicht so stark, aber wir Frauen, wir sind da wirklich, wow. Also da sind wir ganz stark beim Festhalten. Wir halten uns an einer Sache fest, die nicht gut Ja. ist. Also Ja. es ist immer, eigentlich ist alles gut, aber der Bauch, ja. Und dann sind wir mit diesem Bauch und wir könnten. Nee, also wir fokussieren uns dann so sehr darauf, anstatt zu sagen, ey, alles außer der Bauch ist eigentlich ziemlich cool, ne? Also. Genau. Und da gibt es, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, den Loop will ich noch schließen. Es gibt Studien dazu. Ne? Es gibt Studien, wenn du mit Menschen dich umgibst, die freudig sind, die positiv sind, die jugendlich geblieben sind, ja, dann wirst du im Laufe dieser Zeit selber wieder jugendlicher, freudiger, jünger. Ne? Das ist definitiv erwiesen. Es gibt so eine Studie, da haben sie für eine Woche ältere Menschen, also ich sage jetzt mal so ab 60, 70, in so ein Haus gesteckt, sage ich jetzt mal zusammen, wo all die Zeiten nochmal wiederbelebt wurden, die sie damals erlebt hatten, als sie jung waren. Also die Musik wurde gespielt, die Möbel waren dort, das ganze Umfeld war so wie damals, als sie jung waren. Und nach einer Woche hat man nochmal gemessen, ne, und hat nochmal geschaut, wie ist es denn jetzt? Und die haben sich alle verjüngt. Und ich sehe das an mir selber. Wenn ich mich am Tag runterziehe, ne, und wieder mal in so einem kleinen Wechselsjahrestief bin, dann denke ich so, boah, hier eine neue Falte, hier Augenringe, oh mein Gott, und
hier und überhaupt und oh, der Körper und Schwabbel und ich bin sehr aus wie meine Oma. Ja, dann fühle ich mich natürlich auch wie meine Oma. Ja, dann werde ich irgendwie gefühlt auch immer schlaffer und älter und müder. Und wenn ich damit einfach nur aufhöre und mein eigenes inneres Alter wieder habe, das immer 28 ist, dann fühle ich mich auch so. Also das hat so viel damit zu tun. Und Walter, wir sind ja gerade hier auf Fuerteventura noch, das ist ja seine Jugendinsel, ne? Da hat er ja seine ganze Jugend verbracht. Der wird hier jünger. Ich sehe den an und denke mir so, wow, krass, was nimmst du, was machst du, damit du gerade plötzlich wieder so toll aussiehst, so eine Ausstrahlung hast, so freudig bist. Er ist einfach nur am richtigen Ort. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, das wir uns alle noch mehr schenken dürfen, dass wir das Richtige um uns herum haben. Und das können wir. Und viele werden jetzt sagen, ja, ihr habt es genauso wie bei dir. Ja, Susan hat es ja einfach. Ich meine, Schauspielerin, mega bekannt und erfolgreich und schön und überhaupt. Aber das hat alles auch schon was mit uns selber zu tun. Dass wir jetzt hier auf Fuerte sind, das haben wir selber kreiert. Und wenn wir das können, könnt ihr das auch. Und das ist eben die Nachricht, die wir unbedingt mitgeben wollen. Ne? A, das selber kreieren. Und B, wenn wir uns nicht selber aufgeräumt haben und nach Fuerteventura fahren, wird auch dieser Ort leider nicht so schön sein und wird auch leider dieser Ort nicht das in dir auslösen, was du dir wünschst. Ja? Und das ist auch wieder etwas, worüber man nachdenken kann. Das ist nicht die Problemlösung. Also das Ende, wo man denkt, das könnte alles lösen, dieser Ort oder das Auto oder keine Ahnung, der Partner, die Wohnung. Also es ist halt erstmal, also der Weg ist ein bisschen anderer, ja. Weil man muss dann schon mal gucken, was ist das Bedürfnis hinter dem Wunsch, ja. Und wohin möchte ich da eigentlich und was wünsche ich mir? Und wenn es dann eben Leichtigkeit ist und Freude und jugendlich sein und fröhlich, dann braucht man vielleicht am Ende der Liste gar nicht Fuerteventura. Also dann ist es vielleicht bei dir zu Hause auch schon da. Wenn du es dir genauer angeguckt hast. Ja. Definitiv. Das heißt, es geht immer nach innen. Es geht immer hin zu dem, was wir im Jetzt sehen und was wir vielleicht noch auflösen können. Und da bietet dein Buch ganz viele tolle Möglichkeiten an, weil man eben nicht nur liest, sondern mitschreibt und guckt, okay, was ist es denn für mich? Also du rufst jeden so ganz liebevoll und spielerisch dazu auf, quasi nochmal hinzugucken. Und es würde mich nicht wundern, wenn du mega überflutet wirst von lauter Coaching-Anfragen, weil du das einfach so drauf hast und es so ein schönes Durchführen auch ist. Und es wird immer ein Stückchen nochmal tiefer. Aber dennoch ist eine unglaubliche Leichtigkeit drin, ne? Die das Ganze so beflügelt und also man kriegt einfach nur gute Laune und das ist so schön. Also ich kann dir nur von Herzen danken. Das habe ich mir gewünscht. Also das ist einfach wirklich so, also jeder muss ja so ein bisschen seine Nische finden in diesem großen Feld und ich glaube, das ist so ein bisschen meine und wer weiß, wo sich das hin entwickelt. Ja, ich habe immer gesagt, die Ausbildung bei euch habe ich jetzt eigentlich nur für mich gemacht oder für die Bücher, wer weiß, ja. Aber wer weiß auch, wo es einen überhaupt irgendwann hinführt. Ich sehe uns schon, wir zwei. Wir machen bestimmt irgendwann auch mal was zusammen. Ich bin mir ganz sicher, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut, weil, weißt du, ich erinnere mich noch dran, als wir mal zusammen Mittagessen waren und du gesagt hast, wie soll ich das denn nur verbinden, diese beiden Welten? Ich liebe es, Schauspielerin zu sein und ich liebe es aber auch diese Persönlichkeitsentwicklung und ich bin da so neugierig und ich lese immer alles und ich mache immer und ich mag mich so gerne weiterentwickeln und wie kriege ich das denn nur zusammen? Und das war für dich so, das funktioniert nicht, aber es funktioniert schon lange und es ist so toll, wie du das kombinierst. Es ist einfach klasse, denn jede Welt, jedes Mini-Universum, in dem wir uns sehr zu Hause fühlen und auch vielleicht hingehören, bedeutet doch nicht, dass wir ein anderes Universum nicht auch mit quasi erfreuen können und mit unserem Strahlen beglücken und mit all dem, was wir zu geben haben. Und ich finde, das ist auch so inspirierend. Wir sind doch nicht nur das eine. Wir sind alles. Wir sind immer alles. Und unsere Gaben können wir also wirklich absolut uneingeschränkt überall leben. Und das machst du so schön vor. Ich finde, das ist echt großartig, wie du das miteinander verwoben hast. Ja, schon jetzt. Ja, ich freue mich auch sehr darüber, weil ich glaube, dass man natürlich auch nochmal Menschen erreichen kann, die noch nie was davon gehört haben. Und das würde ich mir total wünschen. Also wenn du zu Hause jemand bist, der zum ersten Mal hier bei Greater gelandet ist, kann ja passieren. Ne? Hier gibt es natürlich wahnsinnig viele Fans, die alles verfolgen. Und das ist natürlich auch wundervoll. Aber vielleicht sind neue Leute dabei, die sagen, die hören das alle zum ersten Mal. Und ich glaube, für die anderen ist mein Buch wahrscheinlich eher so, das ist auch sehr wertvoll, das ist so das, was ich immer brauche, so ein Reminder und man hat ja auch auf dem Weg dann immer wieder alles vergessen und dann muss man wieder von vorne anfangen, also ich bin da ein Spezi darin, ne, weil auch das ist so lustig, dass die Leute immer denken, also du hast es jetzt ja wirklich verstanden, ne, und dann einmal und dann läuft's.
Nein, so ist es nicht. Und wir sind immer auf der Reise. Und die Menschen, die so zum ersten Mal was davon hören, also denen würde ich eigentlich am liebsten einfach nur sagen, das muss alles wirklich nicht kompliziert sein. Das darf alles super einfach sein und loslassen. Und man kann das alles sich erarbeiten in ganz easy, einfachen Steps und muss dafür jetzt nicht 5 Stunden im Schweigekloster meditieren. Wir können es auch auf eine andere Weise machen. Wir können aber auch 5 Stunden im Schweigekloster meditieren. Ist bestimmt auch eine gute Erfahrung. Definitiv, definitiv. Aber ich finde das sehr schön, wie du es sagst. Es darf einfach sein. Es darf einfach sein und dem Menschen, der gerne das Loslassen lernen möchte, auch entsprechen. Und wenn du jetzt so zum Abschluss unseres ersten Teils unseres Podcasts noch so einen Nugget mitgeben würdest, was hilft dir am allermeisten, um loszulassen? Und wir wissen ja, da gibt es einiges bei dir immer wieder auch loszulassen. Das ist so dein Thema nochmal manchmal. Und da möchte ich auch dazu sagen, ganz ehrlich, wir alle kennen das. Klar, also manche sagen ja auch über uns so, ja, ihr habt das alles schon, ihr seid da schon angekommen und tralala. Wir sind niemals angekommen. Wie du schon gesagt hast, es ist einfach eine Reise. Und auch wir vergessen manchmal Dinge, ne? So, jetzt könnte ich ja mal wieder eine Minute Pause machen. Das würde mir helfen, um meine Energie zu steigern. Und ich könnte auch mal wieder Nein sagen, wenn ich eigentlich Nein meine. So, das sind Dinge, an die dürfen wir uns alle immer täglich erinnern. Aber was würdest du jetzt nochmal so mitgeben, damit jemand, der vielleicht noch nie damit zu tun hatte, jetzt sagen kann, okay, aha, also so kann ich loslassen. Also ich würde sagen, das wichtigste Tool ist tatsächlich eben die Annahme. Ich habe es in meinem Buch wie ein Bild beschrieben, ja, wie so ein schmutziges Glas, das bei dir in der Küche steht und du rennst da jeden Tag vorbei und weißt, eigentlich muss ich es mal in die Spülmaschine reinstellen. Aber du rennst da immer wieder, du willst es vermeiden und es wird immer ekliger und es fängt an zu schimmeln und dann irgendwann fängt es an zu stinken und dann magst du es eigentlich gar nicht mehr anfassen. Aber der Fakt ist, solange es da steht, ist es einfach da. Und du kannst dann noch so oft vorbeilaufen und du kannst da auch ein Tuch drüber schmeißen und du kannst es auch verstecken und irgendwas davor stellen, aber es wird einfach da bleiben. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, was dir vielleicht helfen kann, zu sagen, dass du musst irgendwann selber diesen eigenen Schritt gehen. Und das, aber die gute Nachricht daran ist, du brauchst niemanden dafür. Und ich finde, das ist eigentlich so der Moment, wo man eigentlich ausatmen kann und sagen kann, ach cool, ich brauche da jetzt keinen Therapeuten oder einen Coach im ersten Moment. Klar, ist das alles sehr hilfreich, aber für den ersten Moment brauchst du niemanden und kannst einfach selber dir dein Thema angucken. Kannst und das ist eigentlich der erste Schritt und der wichtigste Schritt, sich über sein Thema auch bewusst sein, an was halte ich da fest. Und oft ist es einfach schwer, Dinge loszulassen, weil es eben vorher Dinge waren, die man sehr mochte oder geliebt hat oder ein Wunsch, der nie sich noch nicht erfüllt hat oder also alles Dinge, die du möchtest sie eigentlich nicht loslassen, weil du sie vielleicht irgendwie noch bei dir haben möchtest, auch wenn sie dir bereits überhaupt nicht mehr gut tun, weil das mal ein Wunsch war oder ein Traum oder ein Verlust und irgendwie will man noch daran festhalten, damit es nicht so ganz weggeht. Aber ich glaube, das ist so der Gedanke, der wirklich nicht gut ist, weil wir damit die ganze Zeit den Schmerz einfach bei uns behalten, selber. Ja, und vor allen Dingen kann es doch sein, dass wenn wir das loslassen, etwas viel Besseres kommt, ne? Das ist bestimmt vielen von uns sogar auch schon passiert, nur ist uns das vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir Dinge, die wir losgelassen haben, durch noch viel schönere dann plötzlich ersetzen konnten, aber vielleicht auch nur deshalb, weil der Raum dafür da war, plötzlich. Das kommt dann, ne? Auch zurück zu dir, ne? Also es gibt ja auch so diesen Spruch, ne? Wenn du etwas liebst, dann lass es los, wenn es zurückkommt, dann gehört zu dir, ja, also ich glaube, das ist auch ganz viel Wahres dran, weil wir können nicht erzwingen. Definitiv, und ich meine, ich stelle mir das dann immer auch so bildlich vor, wenn ich jemanden oder etwas verzweifelt festhalte, ne? Wenn ich es also quasi dazu zwinge, dass es bleibt oder es in mein Leben zurückziehen möchte, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, das fühlt sich eher erzwungen an. Es fühlt sich so halt nicht leicht an. Genau, das ist das Gegenteil von Leichtigkeit. Und darauf gehen wir ja im nächsten Podcast nochmal ganz besonders ein. Denn ich glaube, jeder von uns hier würde sich manchmal ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen und weiß noch nicht so genau, wie das gehen kann. Dazu mehr nächste Woche. Wir freuen uns drauf. Ihr könnt jetzt übrigens schon Susans Buch vorbestellen. Es ist durchaus möglich. Wir werden euch den Link darunter für dieses Buch hier, ich hoffe, die schaffen das überhaupt mit der ersten Auflage, dass die alle die Bücher ausliefern, die jetzt bestimmt schon vorbestellt sind. Aber du kannst jetzt deine Vorbestellung hier schon mal machen. Und ich kann es von Herzen nur empfehlen. Es ist wirklich
Unfassbar gut. Ganz, ganz toll. Großartig. Ich feiere dich total ab. So schaut's aus. Übrigens so schöne Bilder von dir auch drin. Wahnsinn. Ich flippe aus. Ganz toll. Also, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank, Susan. Wir machen jetzt gleich den nächsten Podcast für euch, aber der kommt dann erst die nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss.